Leute, wir sind wieder hier und sprechen mal mit Karl. Du erkennst den Mann vor dir. Es ist Karl. Madison muss ins Karls Auto eingebrochen sein. Das ist gar nicht gut. Du kommst mir bekannt vor. Wie heißt du? Aber es spielt auch keine Rolle. Arbeitest du hier oder was? Ich warte jetzt schon wirklich lange auf mein Eis. Ich muss zugeben, dass die Bedienung heute die schlechteste ist, die ich seit langem erlebt habe. Selbst eine Ente könnte mich schneller bedienen als du. Warum stehst du hier noch rum? Verschwinde, ich bin ein Kunde und der Kunde hat immer recht. Also besorg mir ein Eis oder ich sorge dafür, dass dein Kaffee erfährt, dass dein Chef erfährt, wie schlecht du arbeitest. Das Beste, was du tun kannst, um Karl hier zu behalten, ist, ihm ein Eis zu machen. Du solltest improvisieren. Machen wir das. Im rechten Oberbild siehst du, welche Art von Eis dein Kunde möchte. Du stellst das Eis her, indem du auf den richtigen Packung Eis vor dir klickst. Wenn es schief geht, kannst du das Eis wegwerfen und neu anfangen, indem du auf den Mülleimer klickst. Viel Glück! Er will ein grünes Eis. Ja, okay. Fertig. Oh, ich möchte auch gern Eis. Du bist zwar eine faule Arbeiterin, aber du weißt, wie man ein Eis macht. Wie heißt du gleich nochmal? Du kommst mir sehr bekannt vor. Als wären wir uns schon mal begegnet. Du arbeitest nicht für Herr Anwirt, oder? Haha. Du sagst also, du hast keine Ahnung. Irgendwas stimmt mit dir nicht. Ich glaube, das Gedächtnis eines Elefanten, ich erinnere mich immer an Gesichter und ich weiß. An Gesichter und ich weiß, dass du und ich uns schon mal begegnet sind. Ich werde mich schon noch erinnern, wann wir uns begegnet sind. Aber bis dahin kannst du dich nützlich machen. Schließlich stehst du hier nur dumm rum. Na los, du hast noch bestimmt genug zu tun. Hör Erik zu. Boah, wie er läuft so. Boah, pssam, pssam. Aina, es funktioniert nicht. Ich habe alles versucht, aber der Kofferraum ist verriegelt. Ich bekomme ihn nicht auf ohne einen Schlüssel. Bekommen wir Madison da nicht raus? Aina, ich glaube, es wäre am besten, wenn wir einfach mit dem reden. Hast du gesagt, dass er Karl heißt? Warum flüstern wir? Hast du eine Idee, wie wir Madison aus Karls Auto bekommen? Du meinst, wir brauchen dafür eine Limo? Wenn du die Limo holst, bezahle ich sie. Wenn du Karl ablenken kannst, gelangt es vielleicht an seinen Autoschlüssel, um Madison zu retten. Aber zuerst muss die eine Limo besorgen. Die Limo, das ist keine Ursache. Tut mir leid, Alina. Ich verstehe nicht, wie uns die Limo helfen soll, Madison aus dem Auto zu holen. Ich verstehe, die Limo hilft uns, Karl abzulenken und verschafft uns etwas mehr Zeit. Ich weiß nicht, ob es funktionieren wird, aber ich verlasse mich auf dich, Alina. Ich bring Karl die Limo. Wenn du Erik dazu bringen könntest, die Limo über Karl zu verschütteln. Sollen wir ihn jetzt schubsen oder was? Oh ja, ich mache den perfekten Zeitpunkt. Jetzt!
aus. Batsche Schoko. OMG, Digga. Ja, ich mach mal kurz einen Kacken, Leute. Wir haben ungefähr noch 5 Minuten Zeit. Im Wohnzimmer. Oh nein, es tut mir so leid. Das war ein Versehen. Ich weiß wirklich nicht, wie es das passieren konnte. Ich habe einfach das Gedächtnis, das Gleichgewicht verloren. Entschuldige dich bei Erik, wenn Madison in Sicherheit ist. Es tut mir so leid. Ich weiß wirklich nicht, wie das passieren konnte. Dummkopf, arbeitest du auch hier oder was? Hier sind wirklich alle hoffnungslose Fälle. Wie das Mädchen, das ewig gebraucht hat, um mir ein Eis zu bringen. Tut mir leid, ich wollte dir eine Limo kaufen. Jetzt hast du die Gelegenheit, dir Karls Autoschlüssel zu schnappen, damit du Madison aus dem Kofferraum holen kannst. Ganz schnell, los, los, los. Alina, was ist hier los? Bitte sag mir, dass du mich hier rausholen kannst. Du hast gesagt, dass du einen Schlüsselbund hast, Alina. Worauf wartest du noch? Bitte hol mich hier raus. Ich muss dir zeigen, was ich gefunden habe. Okay, okay. Oh, ich hoffe, es geht. Klemmt das Schloss? Nein, das darf nicht sein, Alina. Bitte gib nicht auf. Was ist los, Alina? Es dauert vermutlich nicht mehr lange, bis Karl zu seinem Auto geht. Du hast vielleicht mehr viel Zeit. Madison muss jetzt da raus. Moment mal, warum solltest du mir eine Limo kaufen? Oh, die Limo. Wolltest du keine Limo? Ich habe keine Limo bestellt. Dann habe ich wohl etwas verwechselt. Oh, komm schon. Moment mal, das stimmt doch etwas nicht. Das Mädchen, mit dem du hier warst, wie heißt sie? Meintest du Alina? Alina, klar erinnere ich mich an das Mädchen. Ja, es war nicht lange her. Butter, wer? Wo ist dieses Mädchen, die bei dir war? Sie war doch eben noch hier. Na komm, das muss jetzt klappen. Bitte, 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 bitte. Aus dem Weg! Bist du sicher, dass du noch etwas hier bleiben willst? Verschwinde! Schnell. Es klappt, Madison! Madison. Ich bin wieder frei. Danke, Alina. Du hast ja keine Ahnung, wie glücklich ich bin. Puh, Gott sei Dank hast du mich herausbekommen. Da kommt dieser fiese Mann. Ey, der läuft ja wirklich wie so ein Affe. Was treibst ihr zwei Gören bei meinem Auto? Wer ihr habt es angefasst? Weg mit euch! Husch! Alina, verschwinde hier. Wir haben nichts miteinander zu schaffen. Zeig ich dir gleich mal die Zunge. Madison, wie geht's dir? Ist alles in Ordnung, Alina? Du musst es geschafft. Du hast es geschafft, Madison herauszuholen. Danke für all deine Hilfe, Alina. Aber Madison und ich müssen jetzt nach Hause. Nein, das werde ich nicht. Ich gehe erst nach Hause, wenn Nightgust gerettet habe. Madison, hör mir zu. Wir gehen nach Hause. Und das war's. Du kannst wetten, dass du die nächsten Jahre Hausarrest hast. Weißt du, was ich mir für Sorgen gemacht habe? Und erst dein Großvater. Er war ganz außer sich, als er von Verpinter nach Hause kam und du fort warst. Tut mir leid, es tut mir so leid. Aber, kein Aber. Wir gehen jetzt nach Hause. Aber du hörst mich.